siehst du dich in 3 Jahren? In 3 Jahren sehe ich mich als fertige Erzieherin und mit hoffentlich einer eigenen Wohnung und einem schönen Job auf jeden Fall. Ganz ehrlich, ich habe noch gar keine Ahnung. Ich denke mal, ja, ich habe einen besseren Job. Wenn alles gut läuft im Studium? Naja, also ich werde meine Ausbildung in einem Jahr zu Ende gebracht haben und ja, ich sehe mich dann eben im Beruf als Erzieher und vielleicht auch, dass ich meine persönlichen Ziele verwirklichen kann in der Zeit. Also ich möchte in 3 Jahren, dass ich meine Ausbildung fertig mache. Also ich mache eigentlich eine Ausbildung als Elektriker. Ich denke mal, ich will ein Haus bauen und dann soll ich nicht mehr pendeln von Deutschland ins Ausland, sondern ich möchte dann einfach mal da bleiben, wo ich dann auch wohne, dass ich dort zu arbeiten dann finde. Ich bin eigentlich ziemlich offen, ich habe gerade mein Studium abgeschlossen und mal sehen, was kommt. Vielen Dank. Die letzten 2 Wochen hatten wir eine Plakatkampagne unter dem Titel Fluchtperspektive in der Königstor-Passage am Nürnberger Hauptbahnhof. Auch für viele Mitglieder unseres Vereins war der Hauptbahnhof nicht nur der Ort der ersten Ankunft, sondern vor langer Zeit ein Ort der Begegnung. Wer auf der Suche nach einem neuen Leben ist, braucht Zukunftsperspektiven. Wir möchten auf die vielen Chancen hinweisen, die sich vor eine Gesellschaft bieten. Wenn man Menschen mit tiefgreifenden Erfahrungen von Flucht und Ankunft, Ablehnung und Integration alle Möglichkeiten der Entwicklung bietet, die sonst so selbstverständlich sind. Da sich unsere Kampagne dem Ende naht, haben wir Passanten nach ihrer Meinung befragt. Was hältst du von unserer Kampagne? Finde ich gut, auch den Leuten das ein bisschen in den Kopf zu rufen und zu sagen, hey, nur weil derjenige vielleicht anders ausschaut, ist er trotzdem ein Individuum mit einem anderen Charakter, ganz klar, aber das hat jeder und egal mit welcher Herkunft. Also über den ersten Plakat von vorne, muss ich sagen, finde ich ganz gut, dass man sich für die Flüchtlinge so einsetzen tut, weil somit können sie sich auch mehr integrieren bei uns in Deutschland. Und also ich finde es positiv. Ist eine gute Idee auf jeden Fall, dass man sagt, okay, dass man in die Zukunft guckt und schaut, wo möchte ich hin, ist immer Überlegung wert. Nicht nur heute, sondern auch für die Zukunft, dass man weiß, was man erreichen möchte. Ja, ich finde es sehr wichtig, dass das alles so ein bisschen öffentlich gemacht wird, dass auch Leute, die einfach tagtäglich zur Arbeit gehen, solche Projekte auch sehen und sehen können, dass sich einfach was daraus entwickeln kann und dass Flüchtlinge nicht einfach nur ein Flüchtling bedeutet, der hier nichts macht, sondern dass auch ein Flüchtling Perspektiven hat und Zukunftspläne und Zukunftsängste vielleicht auch und ja, dass sich das alles auch vielleicht sogar so entwickeln kann. Ich finde es eine sehr wichtige und eine sehr schöne Kampagne und auf jeden Fall weiter so und gern auch noch ein bisschen mehr in Nürnberg, aber ja, sehr schön auf jeden Fall. Vielen Dank.